Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild im New England Journal ist dieses, ein Übersichtsabdomen-Röntgenbild. Und wir sehen hier die Skelettstrukturen von diesem Patienten. Und was auffällig ist, ist Darmgas. Und wir können haustrale Markierungen erkennen, was uns dann mitteilt, wie hier gezeigt in einem normalen Kolon-Diagramm, dass dies Dickdarmgas ist. Da ist auch ein bisschen Dünndarmgas, aber Magen ist es nicht. Und im Angebot ist Magenvolvulus, Dünndarminationation, mesentere Ischämie, das Ogilvy-Syndrom und Viskusperforation. Und wenn man so einen Kolon sieht, die Differentialdiagnose wäre Ogilvy-Syndrom oder vielleicht der toxische Megakolon, wenn der Patient jetzt 15 Jahre Colitis ulcerosa gehabt hat. Aber da sieht man die haustralen Markierungen nicht und das ist auch nicht im Angebot. Also das Ogilvy-Syndrom ist im Prinzip ein Megaflatus im Entstehen. Und das ist die richtige Antwort. Das ist eine Pseudo-Obstruktion des Dickdarms und das passiert bei alten Menschen, die krank sind und kann man mit Koloskopie lösen dieses Problem oder früher mussten wir es mit Einlauf probieren und ähnliches. Und wenn wir uns die Differentialdiagnose dieser Sachen angucken, hier ist ein anderes Beispiel von Ogilvy-Syndrom, das sieht ein bisschen eindrucksvoller aus im CT-Bild, aber es ist im Prinzip das Gleiche. Wir sehen diese haustralen Markierungen, das Dickdarm und der ganze Dickdarm ist hier involviert. Das ist im Prinzip eine Pseudo-Obstruktion. Und die Patienten klagen dann über Stuhlverhalt und meistens sind die Schmerzen nicht so groß und die sollten eigentlich keine Zeichen von peritonealer Irritation aufweisen. Hier ist ein Beispiel von Magenvolvulus und hier ist ein Magen voll mit Material. Wir sehen eindeutig, dass dies nicht Dickdarm ist und hier sehen wir hier auch, ein Teil davon könnte im Thorax sein und ein Drittel tatsächlich der Fälle von Magenvolvulus weisen auch eine Hiatushernia auf und die Behandlung ist Operation. Hier ist eine Invagination des Dünndarms und der Pathomechanismus ist hier in diesem Diagramm dargestellt und im CT sehen wir hier diese Struktur, sieht aus wie eine Zielscheibe, wenn der CT-Schnitt gerade Querschnitt von der Invagination, dann sieht das so aus. Aber sieht natürlich ganz anders als was wir eben gesehen haben. Und hier ist ein Beispiel von Mesenterialischämie. Hier ist ein Teil des Dünndarms, ist halt tot. Und wenn der CT-Schnitt da durchgeht, dann sind diese Dünndarmteile mit Flüssigkeit gefüllt. Das ist, wie wir hier sehen, sehr wenig Gas. Hier ist ein bisschen Gas. Gas kann natürlich auch da sein. Aber es ist mit Flüssigkeit gefüllt und dies ist ein typisches CT-Bild von einer mesenteriale Ischämie mit Dünndarmnekrose. Und wenn ein Viskus perforiert ist, ist meines Erachtens immer noch das beste Röntgenbild, ein Thoraxbild im Stehen. Und dann sammelt sich Luft unter dem Diaphragma. Das kann man am besten auf der rechten Seite sehen, wo überhaupt, wo natürlich keine Luft da sein sollte. Und perforiertes Ulkus wäre eine Ursache oder irgendein Viskusperforation. Jetzt das erste Thema im New England Journal sind zwei Artikel über Hyperkaliämie. Und erhöhte Serum-Kaliumwerte werden von den Medizinern sehr gefürchtet, weil es heißt, ist auch so, dass die zu akutem Tod führen können. Und das Problem hier ist, wenn das, wenn der extrazelluläre Kaliumwert steigt, dann fällt die
Potentialdifferenz über die Zellmembranen, sodass die Zelle in Richtung Schwellwert getrieben wird und dass möglicherweise dann Repolarisierung nicht mehr möglich ist. Und wenn wir uns hier EKG-Möglichkeiten angucken, da sind klassische EKG-Zeichen von Hyperkaliämie, die sind unglücklicherweise nicht immer da. Aber das Erste, was passiert, ist, die T-Wellen verschwinden. Und die T-Wellen werden so zeltförmig spitz und hoch, wie hier gezeigt in diesen Brustableitungen. Und letztendlich dann wird das QRS-Komplex verbreitert und dann kann das Herz nicht mehr funktionieren. Also das ist sehr befürchtet und hat meistens zu tun mit der Unfähigkeit, Kalium über die Niere richtig auszuscheiden. Und da sind unterschiedliche Zustände, die dazu führen. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion sind deren Renin, Angiotin, Tensin, Aldosteron System blockiert ist durch unterschiedliche Medikamente, kann das zu Hyperkaliämie führen. Und was dann chronisch gemacht wird, ist der Versuch, um Kalium über Magen-Darm-Trakt abzuführen. Und das wird typischerweise gemacht mit der Anwendung von Polysteren, Sulfonate, wie zum Beispiel das Resonium, das ist ein Präparat, das soll Kalium im Darm binden, so dass es dann über den Darm ausgeführt wird. Und so dass dieses Resonium richtig funktioniert, wird auch Sorbitol verabreicht, so dass die Leute Diarrhoe entwickeln, um ihr Exzesskalium loszuwerden. Jetzt stellt sich heraus, dass obwohl wir dieses Resonium seit 50 Jahren anwenden, ist Resonium wahrscheinlich wertlos und sinnlos. Und die hypokaliämische Wirkung ist wahrscheinlich auf das Abführmittel zurückzuführen, anstatt dieses Resonium. So sucht man nach besseren Lösungen. Und hier sind zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist Patiromer. Und leider ist dieses vom Hersteller ziemlich geheim gehalten und was die chemische Struktur ist, weiß ich nicht genau und genau wie es funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber das bindet Kalium im Kolon. Das heißt, da das Kalium im Dünndarm absorbiert wird, interferiert es eigentlich nicht mit Kaliumabsorption durch die Diät hinzugeführt wird. Es bindet eigentlich Kalium im Kolon, wie hier gezeigt. Und dieses Präparat wird jetzt angewendet, um Kaliumausscheidung durch Darm zu vergrößern. Und in dieser ersten Studie sehen wir hier die Anwendung von Patiromer bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ohne chronische Nierenerkrankung, die Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem Blocker zu sich nehmen. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat Patienten mit eingeschlossen, deren Kaliumspiegel angestiegen sind zwischen 5,1 zu 6,5. Und die haben dann Patiromer gekriegt für ungefähr 4 Wochen. Und bei denen hat man erwartet, dass der Kaliumspiegel dann fallen würde. Und dann hat man diese Patienten randomisiert zur Weiterführung von Patiromer oder anstattdessen zu Placebo, um zu sehen, ob unter Placebo die Kaliumspiegel wieder ansteigen würden. Das ist ein ziemlich kompliziertes Design. Und die Gabe hier, es geht hier über 4 Wochen. Wir gucken uns diese Patienten an und sind natürlich chronisch krank und viele haben schon Herzinfarkt gehabt und deren Kaliumspiegel liegen zwischen 5,6 und 5,9. Das sind nicht tödliche Werte, aber macht die Ärzteschaft enorm nervös. Und die kriegen unterschiedliche Renin, Angiotensin, Aldosteron-Systemblocker. Und ungefähr ein Drittel kriegt Diazid-Diuretika und viele kriegen auch Schleifendiuretika. Also dies sind die Patienten. Und was wir hier sehen, ist, dass in der Kohorte ist der Kaliumspiegel unter diesem Präparat abgefallen von 5,6 auf 4,4. Und dann sind diese gleichen Patienten randomisiert worden zu Placebo oder Weiterführung von Patiromer. Und was wir hier sehen, ist, die
Placebo-Gruppe weist einen großen Anteil dieser Patienten, 90%, weist dann einen Anstieg im Serum-Kaliumspiegel. Und bei der Pathyromea-Gruppe ist das erheblich weniger. Und die Anzahl von Patienten, deren Kalium steigt, größer 5,5, ist in der Pathyromea-Gruppe auch viel weniger. Und das traf zu bei Patienten ohne Rücksicht auf Alter, Diabetes ja oder nein, Herzinsuffizienz ja oder nein und so weiter, war Pathyromea besser als Placebo. Also großer Jubel. Und Nebenwirkungen, größte Problem war Obstipation. Das ist ja auch bei Polystyren, Bindungsharze wie Resonium auch der Fall. Und das passierte bei 11% der Patienten. Mit Resonium passiert das bei 100% der Patienten, wenn sie nicht Abführmittel bekommen wie Sorbitol. Also Pathyromea, großer Erfolg. Mein Kritik an der Sache ist, dass Pathyromea kostet natürlich viel mehr als der ACE-Hämmer, Spironolactone, alles andere, was die Patienten kriegen. Das würde dann bedeuten, dass die Nebenwirkung von einer Reihe von Präparaten, die Behandlung der Nebenwirkung ist viel teurer als die Primärbehandlung des Krankheitszustands. Ein bisschen skurril, aber immerhin. Das war das. Und das zweite Präparat heißt Natrium Zirconium Cyclosilikat. Ziemlich kompliziertes Zeug. Das bindet auch Kalium, kann auch Kalium effektiv binden. Und das passiert im Gastrointestinaltrakt, selbstverständlich. Dieses Zirconium-Cyclosilikat wird nicht absorbiert. Und die Idee hier ist im Prinzip die gleiche. Und in dieser Studie, multizentrische Studie, sind Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion wieder mal, die lauter ACE-Hämmer, Spironolactone und ähnliches kriegen, bei zwei Drittel davon auf alle Fälle, die ein Risiko haben zur Entwicklung von Hyperkaliämie. Die sind dann randomisiert worden zu Zirconium oder Placebo. Der primäre Endpunkt war der exponentielle Anstieg im Serum-Kaliumspiegel. Und was wir hier sehen, dies ist ein bisschen komplizierter zu interpretieren, die grünen Punkte sind Placebo und diese Kaliumwerte hier liegen so im Durchschnitt 5,2, 5,4 bis 5,2, die bleiben da oben. Und die Zirconium-Patienten mit einer Dosierung von 9,5 Gramm liegen hier. Und dann die Patienten mit einer höheren Dosierung liegen hier unten. Und hier sind Patienten, die dann mit Zirconium behandelt worden waren, ähnlich wie die erste Studie, die ich Ihnen gezeigt habe. Da fallen die Serum-Kaliumspiegel von 5,3 auf 4,8, dann werden die randomisiert zu entweder Placebo oder weiter Zirconium und die Placebo-Gruppe steigt wieder an. Und dieser Anstieg ist dann größer in der Placebo-Gruppe als in der Zirconium-Gruppe und wenn Zirconium abgesetzt wird, dann steigen die Serum-Kaliumspiegel wieder auf den Placebo-Wert. Also hier geht es um milde Hyperkaliämie, das mich nicht erschrecken würde, aber die Ärzteschaft schon. Und beide Studien zeigen ungefähr das gleiche Ergebnis. Beide Präparate sind ähnlich wirksam und beide Präparate kosten bestimmt viel mehr als die Primärtherapie. So scheint es zu sein, dass dieses 5 Gramm bis 10 Gramm Zirconium haben die Kaliumspiegel auf einem Niveau von 4,7 im Durchschnitt gehalten. Und da waren keine Nebenwirkungen, die mir aufgefallen waren in dieser Studie. So sieht es aus, als hätten wir hier zwei mögliche Behandlungen für Hyperkaliämie, die besser sind als Resonium, was wie gesagt nicht wirksam ist, wenigstens meines Erachtens. Okay, nächste Studie finde ich eigentlich ganz toll. Es geht um Hämophilie C. Hämophilie C ist ein Defekt in der Produktion von Faktor 11.
Und man hat das aus Versehen gefunden in den 50er Jahren bei einem Patienten, der hieß Herr Rosenthal. Und der hat prächtig geblutet nach einer Operation, aber sonst hat er nicht geblutet. Und die Aufarbeitung hat bewiesen, dass er diesen Faktor nicht hat, der dann den Namen Plasma-Thromboplasmin-Vorläufer oder Antizidin bekommt hat oder PTA. Und so wurde Faktor 11 entdeckt in den 50er Jahren. Und nun wissen wir genau, wie Faktor 11 funktioniert. Es gibt mittlerweile auch Faktor 12 und aktiviert Faktor 11. Und das hat zu tun mit der Aktivierung von Faktor 9. Das ist für Hämophilie B verantwortlich. Und diese Zusammenwirkung von Faktor 9 und Faktor 8 wandelt Faktor 10 in Faktor 10a. Und den Rest wissen Sie ja, dass Prothrombin dann zu Thrombin gewechselt wird und Fibrinogen zu Fibrin und zur Gerinnung. Also diese Krankheit ist eigentlich nicht schwerwiegend und man muss mit diesen Leuten nichts machen, aber man hat beobachtet, dass Leute mit Hämophilie C scheinen geschützt zu sein von Thrombophilie und auch von Schlaganfall, interessanterweise. Fand ich eigentlich sehr interessant. Und die Idee in dieser Studie war es, bei Patienten mit Thrombophilie-Risiko und Risiko eines Lungenödems, also Lungenembolie, diesen Zustand vorzubeugen, indem man die Konversion von mRNA für Faktor 11 blockiert mit Antisense-Oligos. Im Prinzip ist dies eine Form von Gentherapie. Und die Firma ISIS, die sich beschäftigt mit der Entwicklung von Antisense-Oligonukleotiden, hat ein Präparat entwickelt, was das mRNA von Faktor 11 blockt. Das heißt, dass wenn man dieses Antisense hier in eine Leberzelle hineinbringt, dann bindet das an mRNA für Faktor 11. Dieses mRNA wird dann gespalten und das Oligo wird dann freigesetzt, sodass es mit der nächsten mRNA für Faktor 11 dann sich anhaften kann, sodass Faktor 11 nicht umgeschrieben wird in das Eiweiß für Faktor 11, sodass Faktor 11 nicht produziert wird. Und es geht hier eigentlich um zwei Studien, eine kleinere zu zeigen, dass dieses Antisense-Oligo tatsächlich Faktor 11-Spiegel senkt. Und eine zweite größere Studie, wo diese Patienten behandelt worden sind mit diesem Antisense-Oligo, um zu sehen, ob es tatsächlich das Risiko für Thrombophilie und Lungenembolie senkt bei Patienten, die jetzt Knieersatz oder Hüftersatz oder eine Operation unterzogen werden, wo solch ein Risiko dann zustande kommt. Und dies ist ziemlich kompliziert. In der ersten Studie 28 Patienten sind randomisiert worden zu unterschiedlichen Konzentrationen von diesen Antisense-Oligos, 100 Milligramm, 200 Milligramm, 300 Milligramm, im Vergleich zu Enoxaparin. Dann ist PTT gemessen worden und Faktor 11-Spiegel. Und in der zweiten Studie sind diese 300 Patienten, die elektiv operiert werden sollten, wo ein Thrombophilie-Risiko entsteht, so entweder Antisense-Oligo 200 Milligramm, 300 Milligramm gegen Enoxaparin. Und wenn man das so anguckt, sieht das alles ziemlich banal aus, aber dies ist ziemlich aufwendig. Nämlich diese Patienten müssen vorbehandelt werden. So muss man wissen, einen Monat vorher, sodass man diese Patienten dann subkutan mit diesen Oligos spritzt, an vier unterschiedlichen Tagen vor der Operation. Und dann werden die operiert. Und dann hat man Venografie an Abständen gemacht, um zu sehen, ob Thrombusbildung da war oder nicht. Jetzt, was sind diese Präparate? Hier sind die Nukleotide, die Nukleotidsequenz. Die bindet an Exon 9, glaube ich, einen Teil davon, dass dann Faktor 8 Protein nicht möglich macht. Und diese Oligos kann man einfach nicht da lose rumhaben. Die müssen ein Rückgrat haben. Hier ist dieser Rückgrat gezeigt mit diesen Ribosezuckern und diesen Phosphatrückgrat, wie man das erwarten würde. Und dann hier sind die entsprechenden
Antisens-Basen hier. Das ist ein Phosphorothiolat-Rückgrat für dieses Molekül. Und dann ist es auch ausgestattet, so dass dies nicht abgebaut wird von den endogenen Enzymen, die man hat. Also man hat lange gebastelt an diesem System, um diesen synthetischen Oligomer von 20 Nukleotiden hier zu entwickeln. Und hier ist die Bindungsstelle, die primäre Bindungsstelle, ich glaube, das war ein Exon 9. Können Sie selber nachlesen. Und hier ist auch beschrieben, wie dieses Ding konstruiert ist, so dass es resistent ist gegen Abbau. Jetzt, was mich ein bisschen irritiert hat, und ich habe Supplement gelesen, es ist üblich, dass man diese Sachen verpackt in einem Lipid oder ein Anhängsel macht, sodass dieses Ding Zeug über die Zellmembrane reinbringt, weil es ja intrazellulär wirken soll. Und hier wird Faktor 11 wird in Körper produziert. So alles, was in Muskelzellen und so weiter geht, ist für die Katze. Aber darüber wurde wenig gesagt und ich habe auch in dem Vorläufer Blood Paper vor ein paar Jahren, wo das Affen gegeben worden ist, geguckt und darüber wurde nicht kommentiert und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach diese Konstrukte subkutan spritzt, ohne dass sie einen Anhängsel haben von kationischen Lipide, sodass sie durch Zellmembranen bringen. Aber vielleicht ist das ein Firmengeheimnis. Also hier sind die Leute. Männer und Frauen. Frauen waren ein bisschen häufiger und wie viel die wiegen und Gärtnerklärung und Operationen und die Faktor 11 Aktivität zum Ausgangswert. Und dann im Prinzip, hier geht es um Wirksamkeit. Diese Tabelle, was uns besonders interessiert, ist Sicherheit. Und im Vergleich zu insbesondere Enoxaparin, dies ist in dieser Säule und dies ist die höhere Dosis des Antisense Oligo. Und was wir sehen hier, große Blutungen, zwei Fälle, hier sind sechs, also mehr in Enoxaparin und sonstige schwerwiegende Ereignisse waren sehr wenig. Die Leute, die dieses Zeug subkutan gespritzt bekommen, haben natürlich mehr lokale Reaktionen darauf. Die kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen irritierend ist. Aber im Prinzip, was wir sehen, ist, dass PTT steigt, dosisabhängig in der Antisense-Oligo-Gruppen. In den beiden Antisense-Oligo-Gruppen würden wir auch erwarten, Enoxaparin hat relativ kleinen Effekt auf PTT und die Faktor 11 Spiegel stürzen ab und hier ist der Takt der OP und die bleiben niedrig für 70 Tage ohne weitere Gabe von subkutanen Antisense Oligos. Und wie lange das ist, ob die in einem Jahr niedrig sind, weiß ich nicht, aber diese Leute haben dann im Prinzip Hämophilie C. Fand ich ziemlich spannend. Und also dies ist einer der ersten eindrucksvollen Papers, die mir bekannt sind, wo Antisense-Oligonukleotide bei einem Menschenversuch einen Vorteil gezeigt haben. Und was wir hier sehen, ist die die weniger schwerwiegenden Blutungen waren nicht unterschiedlich. Aber schwere Blutungen waren weniger in der Antisense-Oligo-Gruppe und das Auftreten von venösen Thromboembolien war 27% in der 200-Milligramm-Gruppe, 4% in der 300-Milligramm-Gruppe und 30% in der Enoxaparin-Gruppe. Also dies sieht ziemlich gut aus. Das Problem, was ich hier sehe, ist, man muss das drei, vier Wochen vorher schon geben. So muss man, kann man das bei elektiven Operationen geben oder vielleicht bei Patienten, die Vorhofflimmern haben, kann ich mir vorstellen. Aber man kann dies nicht für eine akute Situation anwenden, weil man ja zwei, drei Wochen braucht, bis die Faktor-11-Produktion niedrig ist.
Das nächste Thema hat mich, finde ich immer noch erschütternd. Wir haben dies schon mal diskutiert. Es geht um Schmerztherapie. Und was das in den letzten 20 Jahren gebracht hat, besonders in Amerika mit der Anwendung, Einführung von Oxycodon und den Eindruck, dass Leute keine Schmerzen haben dürfen oder überhaupt keine Wehwehchen. Und wir, im Englischen nennt man das Hillbilly-Heroin, weil das in den Appalachien besonders beliebt ist. Und was wir hier sehen, ist die Anwendung von Oxycodon. Da muss man natürlich ein Rezept vom Arzt kriegen, aber Ärzte kann man ja immer belabern. Und dann werden diese Leute süchtig. Und wenn sie dann nicht mehr Zugriff haben zu Oxycodon, Heroin ist ja auch nicht schlecht und ziemlich billig zu haben. Das kann man hier lesen. Ich dachte nicht, dass ich ein Suchtproblem hätte. Ich kaufte die Tabletten in der Apotheke. Es hätte meine Arbeit nicht beeinflusst. Ich fühlte mich morgens ein wenig müde. Aber das war ja auch schon alles. Die Tatsache, dass ich ein Problem hatte, wurde offensichtlich, als ich eine Überdosis von etwa 40 Tabletten nahm und mich selber in ein Krankenhaus wiederfand. Brillant. Okay, es geht um dieses Thema. Opioid, Analgetika, Abusus und Mortalität in den Vereinigten Staaten. Und dies ist eine Ansammlung, eine epidemiologische Ansammlung von Daten, die von unterschiedlichen Quellen kommen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Und es geht diese Ansammlung an Daten liegt zwischen 2002 und 2013. Das heißt, das Phänomen zwischen 1990 bis 2002 wird hier gar nicht erfasst. Aber die Erfassung geht durch 5 unterschiedliche Programme. Und diese Programme sind Drug Diversion, Ablenkung, Giftzentrale, Leute, die sich dann Opioid-Entzugstherapie unterziehen lassen, Informanten, Spitzeln und Befragungen an Colleges und Universitäten, was ich besonders bedenklich halte. Warum würden Leute, die zwischen 18 und 22 Schmerzen haben, außer sie fallen vom Fahrrad oder haben Liebeskummern, fallen mir keine Ursachen ein, die man hat zwischen 18 und 22. Na, also hier sind die GIP-Zentralen, hier sind die Opioid-Behandlungsprogramme, hier sind die College-Befragungen, hier ist die Drogenablenkungsprogramme und die Informanten und Strafenforschung. Und was wir hier sehen, ist, hier sind die Verschreibungen für Opioid-Analgetika. Wir gucken hier 2005, das ist nicht sehr lange her, hier ist 2013. Was wir hier, und was davor passiert ist, können Sie nur vorstellen. Aber wir sehen hier einen rasanten Anstieg, das wird dann ein bisschen flacher, aber abfallen tut es auch nicht. Und dann Giftzentralen. Und wir sehen hier einen rasanten Anstieg zwischen 2002 bis 2009, dann wird das ein bisschen weniger. Wenn das ein Abfall sein soll, na Glückwunsch. Und hier ist die Bespitzelung. Zeigt ein ähnliches Muster. Rasanter Anstieg bis ungefähr 2010, dann werden sie auch ein bisschen besser. Und hier kann ich leider dies nicht jetzt gerade lesen. Dieses Ablenkungsprogramm. Also diese Muster sehen alle gleich aus. Und hier sind die Studenten. Und die steigen, sind immer noch im Anstieg. Dann, man denkt, anscheinend hat man diese Oxycodon-Präparate so um 2010 verändert. Die Formulation ist geändert worden zu einer Formulation, die Suchtabhängigkeit weniger wahrscheinlich machen soll. Genau wie das funktioniert, konnte ich nicht herausfinden. Und im Prinzip, was wir hier haben, ist Oxycodon ist in Rot. Das fällt dann tatsächlich etwas ab von 2010. Aber was ansteigt, ist Heroinabusus. Und das ist nicht toll. Und das ist in jeder dieser Quellenmuster im Prinzip gleich. Und außer bei den College-Studenten, die sind anscheinend bei Oxycodon so ziemlich geblieben. Und ich finde das alles
dieses alles ein iatrogenes Problem, das man nicht brauchte. Und die sind Todesfälle. Und zu meinem Erschrecken habe ich rausgekriegt, dass die Todesfälle von diesem Problem entsprechen ungefähr 16.000 bis 20.000 Leute im Jahr in den Vereinigten Staaten. Das ist beinahe so viel, wie im Straßenverkehr sterben. Ich meine, dies ist wirklich ein Irrsinn. Und die netten Autoren finden es ganz toll, dass es mittlerweile ein bisschen abgeflecht hat. Aber sie weisen darauf hin, die Rolle von einem Austausch zwischen den verschriebenen Opioiden und High-Purity, Low-Cost Heroin ist eine Möglichkeit. Würde ich auch so sehen. Jetzt, der Fall von Actinomycetoma, den wir letzte Woche besprochen haben, hier sehen wir diesen enormen Fuß von diesem armen Menschen. Der ist dann behandelt worden mit 14 Tage Amikazin und dann hat er Kotrim gekriegt und kriegt Kotrim über Jahre und Donnerwetter, besser geworden. Jetzt kann er wieder laufen, er kann wieder gehen und freut sich des Lebens. Also dies ist eine behandelbare Infektionserkrankung und er ist besser geworden. Übersicht im New England Journal geht es über die multiple Systematrophie. Wir werden gleich inspizieren, warum die so heißt. Dies ist eine Hirnstamm- und Kleinhirnerkrankung, die wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen hat. Das ist nicht ganz bekannt. Manche dieser Patienten haben auch Parkinsons-Symptomatik und da sind unterschiedliche Areale, die hier involviert sind. Und das ist in diesem Diagramm hier gezeigt. Und Kleinhirn kann involviert sein, bestimmte Basalganglien-Areale, Pons und die Kerne von den Hirnnerven. Und alle Systeme sind hier involviert. Neurologische Symptomatik, klar. Psychiatrische Symptomatik, dass diese Leute depressiv sind, ist kein großes Wunder. Von der kardialen Seite und warum wir uns mit diesen Patienten beschäftigt haben, ist, die sind hyperton im Liegen und hypoton im Stehen und fallen um. Und dies ist beinahe unmöglich zu behandeln. Die haben ein totales Versagen des vegetativen Nervensystems. So Barorezepte, Rezeptorreflex und ähnliches, das alles funktioniert nicht mehr. Gastrointestinale Symptome, urologische Symptome, sogar Hauterscheinungen sind ein Teil dieses Krankheitsbildes und das ist häufig nicht richtig erkannt. Das fängt so vielleicht an. Erstens sind Krankheiten überwiegend von älteren Menschen, aber kann schon in der fünften Lebensdekade anfangen und dann letztendlich Parkinsons ähnliche Symptome, bis sie dann im Rollstuhl sind, wenn sie hierher kommen, dann haben sie eine Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren. Und dies wird hier diskutiert und die Klinik von dieser Geschichte haben wir ja schon, sind wir schon eigentlich im Prinzip durchgegangen. Wir haben jetzt bildgebende Verfahren, MRT klar, aber auch funktionelles MRT mit PET, um diesen Zustand zu diagnostizieren, aber es bleibt überwiegend eine klinische Diagnose, muss man halt die Patienten untersuchen. Und da sind unterschiedliche Therapiemaßnahmen sind ausprobiert worden, die sind alle für die Katz. Und man hat die Hoffnung, dass vielleicht irgendeine Stammzelltherapie in der weitliegenden Zukunft diesen Patienten helfen könnte. Hier ist wieder mal ein Fall im New England Journal. Hier ist ein Patient, 28-jähriger Mann, der hat sukzessive Episoden von Hirnblutungen. Und wir sehen diese AV-Malformationen hier in dieser Bildgebung und auch in dieser im Angiogramm. Und man kann das auch, diese Gefäßanomalien hier in der Retinoskopie, fundoskopisch kann man das sehen und es geht um diesen Patienten. Jetzt der Fall im New England Journal, das hat mich auch beschäftigt, es geht um einen etwa 30-jährigen Mensch aus Rumänien. Und der ist am Arbeitsplatz und muss sich irgendwie körperlich enorm anstrengen. Und bei der Hochhebung von schweren Kästen
Und auf einmal kriegte er ein warmes Gefühl und ein Unbehagen in seinem Epigastrium. Und dann kriegt er ein Kribbeln im Mund und Zunge und in den Armen. Und in wenigen Minuten muss er sich hinlegen, weil er denkt, er wird jetzt ohnmächtig. Und innerhalb 5 Minuten hat er noch Übelkeit, Erbrechen und verliert das Bewusstsein. Und seine Freunde sind natürlich sehr besorgt und schleppen den zu einer Notaufnahme. Und da wird er untersucht. Und letztendlich, wenn er untersucht wird, hat er einen Glasgow-Koma-Skala, der von 3. Also der ist weg vom Fenster. Und die Frage ist, was könnte die Ursache von diesem Zustand sein? Und unterschiedliche Blutdruck war 53 zu 27 mm Hg, hat eine Tachykardie, aber nicht sehr ausgeprägt. EKG sieht okay aus. Und dann stellt sich fest, der Patient ist in Rumänien geboren und besucht Rumänien jede paar Jahre. Und da laufen anscheinend Hunde rum, auch wild. Und die Frage ist, könnte es irgendwas damit zu tun haben? Wenn wir diese Sachen hier in der Laborpalette uns angucken, dieses 3 Stunden nach Präsentation, sehen wir, er hat Hämokonzentration, dann infundieren die natürlich 3 Liter Kochsalzlösung in den ersten 3 Stunden, hätte ich ja auch gemacht. Leukozytose ist vorhanden. Wir gucken uns den Rest dieser Blutwerte an. Er hat eine metabolische Azidose, eine relativ milde Laktatazidose. Sonst sieht das nicht besonders eindrucksvoll aus. Gesamteiweiß ein bisschen niedriger als normal, hilft einem nicht allzu sehr. Seine Eosinophilzahl ist niedrig. Und mein Verdacht war, Mensch, dies ist ein Echinococcus-Zyst. Und der ist rupturiert beim schweren Heben. Und der hat eine anaphylaktische Reaktion auf Echinococcus. Und was mich irritiert hat, war diese niedrige Eosinophilzahl. Muss ich ein bisschen nachlesen. Und 25% der Patienten mit Hidatid-Krankheit oder Echinococcus-Krankheit haben eine Eosinophilzahl im Normbereich. Wird Bildgebung gemacht und wir sehen hier diese riesigen Leberzysten hier. Sieht ziemlich verdächtig aus und hier ist ein Planarbild. Und dann CT reicht ja natürlich nicht. Mir hat es gereicht, aber MRT, die 2 Gewichtungen, sieht man das Gleiche. Und sieht so aus, als könnte es das sein. Zyst ist noch nicht rupturiert, hat wohl ein bisschen geleckt. Er wird dann operiert und dann wird die Zyste erst vorsichtig aspiriert. Man will natürlich nicht diese Flüssigkeit dann im Abdomen rumliegen haben, dann kommt der Schockzustand zurück. So hat man die Flüssigkeit rausaspiriert und man kann hier diese Bestandteile von den Parasiten sehen. Und dann hat man die Zyste gefüllt mit hypertoner Kochsalzlösung, um den Erreger erstmal zu töten. Und dann hat man die Zyste rausoperiert, wie hier gezeigt. Und das wird dann hier alles diskutiert, können Sie dann später in Ruhe lesen. Und Echinococcus ist ein Beispiel von eigentlich ein Hundwandwurm, wo der Zwischenwirt sollte eigentlich etwas sein, was die Hunde fressen. Aber wenn Menschen mit diesen Bandwurmeier, die in Hundekot sich befinden, zu sich nehmen, dann werden die Menschen ein Zwischenwirt. Und wenn sie von einem Hund gegessen werden, dann würde der Zyklus normal ablaufen, aber das ist dann in der Allgemeinheit nicht der Fall. Und die Diskussion, es geht um dieses Krankheitsbild, Echinokokose. Und sollte man etwas darüber wissen. Interessanter Patient. Jetzt die Frage im New England Journal der Woche. Welche der folgenden Behandlungen sind bei Patienten mit Nierenversagen im Stadium 4 mit milder metabolischer Azidose, Bicarbonat von 17 Millimol pro Liter, indiziert? Sollte man denen EPO geben? Sollte man denen Natriumbicarbonat-Tabletten verordnen? Sollte man denen Sevelamer geben, um Phosphat zu binden?
sollen die Allopurinol haben, um ihre HSV-Spiegel zu senken? Oder sollte man denen eine diuretische Behandlung mit Metolazon anbieten? Und die Antwort laut randomisierten kontrollierten Studien ist nach von Bicarbonat. Und Sie können diese Arbeiten in JASN und in anderen Zeitschriften lesen. Aber bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion mit milder metabolischer Azidose hilft denen, der Verlauf von einem chronischen Nierenversagen anbelangt, die mit einer Natriumbicarbonatbehandlung, das heißt Backpulver auf gut Deutsch, dann könnte man einfach als Backpulver kaufen und dann können die einen Teelöffel davon jeden Tag nehmen. Jetzt in Lancet geht es um, wie kann man Verletzungen im Zuhause vermindern? Und das ist auch ziemlich, macht gut Sinn. Die meisten Verletzungen, die Menschen leiden, passieren zu Hause. Betroffen sind Kinder und alte Erwachsene. Und die stolpern dann meistens über einen Teppich oder sie fallen die Treppe runter oder sie können das Klo nachts nicht finden oder und ähnliche Sachen. Und kann man das vorbeugen? So was man hier gemacht hat, ist, man hat hier Familien und deren Häuser randomisiert und die Behandlungsgruppe, da kamen irgendwelche Bauleute rein und haben sich das genau angeguckt, da liegen da irgendwelche Teppiche rum, dann wenn ja, dann nageln wir die zum Fußboden runter oder wir kleben irgendwas auf die Treppen, sodass die nicht ausrutschen und wir machen sinnvolle Sachen, sodass die Leute sich nicht zu Hause verletzen. Und dann hat man geguckt, nach 3 Jahren, ob weniger Unfälle passiert sind in der behandelten Gruppe als in der Kontrollgruppe und wie viel der ganze Spaß gekostet hat. Und was sich rausstellt, ist, was hier gemacht worden ist, die Außentreppen nur oder ja und Badezimmer ja oder nein und irgendwelche Teppiche und es geht meistens um Treppen und Badezimmer. Und der ganze Spaß war nicht so teuer, 2000 neuseeländische Dollar ist nicht die Welt, aber man hat die Anzahl von Verletzungen hier signifikant gesenkt und das können Sie alles lesen. Und die Altersgruppen, die am meisten in Frage kamen, waren wiederum die Kinder und die alten Erwachsenen. Hätte man auch gedacht. Also das scheint sinnvoll zu sein. Und die Kosten dafür waren nur 2000 neuseeländische Dollar. Und das Ganze rentiert sich und wird hier dann auch zusammengefasst. Verletzungen zu Hause sind ein wichtiges Thema auch im Lancet. Dann das nächste Lancet Paper. Es geht wieder um die globale Belastung von Krankheit. Letzte Woche bin ich dieses Paper durchgetrabt. Das war alles wahnsinnig kompliziert. Aber es weist darauf hin, dass Lachen, obwohl die Autoren das kaum zugeben wollten, werden im Prinzip besser. Und außer HIV-infizierte Patienten bei anderen Sachen, Malaria und andere Sachen, das klingt eigentlich ab. Und die chronischen Erkrankungen, die Corona-Herzerkrankungen, Diabetes und so weiter, die steigen an, aber nicht zum gleichen Ausmaß und töten nicht die Menschen im jungen Alter. Und dann ist die Frage, wie könnten wir die frühzeitigen Todesfälle in den nächsten Jahren zwischen jetzt bis 2030 reduzieren? Weltweit und in England und Valencien und so weiter. Und was wir hier sehen, ist wieder mal, die Risiken fallen ab weltweit und in den armen Ländern und sogar in den reichen Ländern fallen diese Sachen ab, außer in den Ländern, wo die HIV-Rate besonders hoch ist. Ich glaube, das haben wir letzte Woche schon diskutiert. So könnte man sich auch auf diese Sachen stürzen und dieses Ziel, um die verfrühten Todesursachen herabzusetzen, scheint erst schon zu laufen ohne Eingriff. So habe ich das interpretiert, aber man kann sich dann auf diese Sachen konzentrieren und kann man vielleicht diese Ziele erreichen. Okay,
Das dritte Paper im New England Journal braucht auch ein bisschen Hintergrund. Und es geht um die Rosenkriege. In England haben die Rosenkriege stattgefunden zwischen 1450 bis 1486. Und es ging um ein, das Problem war, England hat einen schwachen Plantagenet-König, das war Heinrich der VI. Und der war wahrscheinlich geistig eingeschränkt. Der hatte eine sehr starke Frau, Margarete von Valois. Und die Verwandten von dem Hause York und dem Hause Lancaster, der Heinrich der VI. Gehörte eher dem Hause Lancaster. Der Hause York wollte den abschaffen, weil der halt als König nicht sehr brauchbar war. Und Sie werden sich daran erinnern, die Engländer durch die Jungfrau von Orléans hatten dann große Teile von Frankreich den Engländern wieder weggenommen und da waren sie darüber sauer. Und also das Haus von York hat als Emblem die weiße Rose und das Haus von Lancaster hat als Emblem die rote Rose. Und es ging um die Rosenkriege. Und die Rosenkriege liefen über beinahe 30 Jahre und haben eine Verwüstung, waren nicht so unähnlich wie die 30-jährigen Kriege dann, wie der 30-jährige Krieg dann 100 Jahre, 150 Jahre später in Deutschland. Na, das ging alles so ziemlich gewaltsam vor sich hin, bis ungefähr Ende 1470 hat das Haus York gesiegt und da wurde Eduard der IV. König, Eduard von York. Und der war ein ziemlich mächtiger König, hatte auch 6 Kinder, ist immer gut, viele Kinder zu haben als König. Aber der ist früh gestorben und sein Bruder war Richard von York, der Herzog von Gloucester. Und der wurde dann Regent, weil der Eduard der IV. Diese 2 kleinen Kinder hinterlassen, Söhne hinterlassen hat. Und der Richard dachte, Mensch, König zu sein ist ja gar nicht so schlecht. So hat er sich krönen lassen als Richard der III. Und die 2 kleinen Söhne sind in den Turm von London eingesperrt worden und sind verschollen. Man weiß nicht genau, was mit denen passiert ist, aber wahrscheinlich nichts Gutes. Und darum geht es. Jetzt hat man in einem Parkplatz von Leicester Gebeine gefunden vor etwa einem Jahr und man hat vermutet, das wäre vielleicht Richard der III. Und so hat man seine Knochen ausgebohrt, DNA-Proben von diesen Gebeinen genommen und verglichen mit 18 Generationen später die nachkommenden Adligen von dem Hause von York. Und tatsächlich konnte man beweisen, das war Richard der III. Und der Richard der III. Ist in der Schlacht von Bosworth gefällt worden und da waren auch Zeitzeugen, die beobachtet haben, wie er zum Tode gekommen ist. Und wenn Sie Ihren Shakespeare kennen, dann werden Sie wissen, in einem Theaterstück, Richard der III., seine letzten Worte sind, mein Reichtum für ein Pferd. Gut. Königreich für ein Pferd. Gut. Und das ist der gute Richard. Der hat sich auch malen lassen. Der hatte eine Skoliose. Nicht eine Kyphose, so war es wahrscheinlich nicht von Tuberkulose, aber der hat eine Skoliose, das hat Shakespeare auch gewusst. Und hier ist sein Wappen. Und man hat seine Knochen untersucht und mit Mikro-CT und CT und mit computerisierten Bildgebung rauszufinden, warum der gestorben ist. Und die Augenzeugen hatten gesagt in der Schlacht von Bosworth, sein Pferd ist zermetzelt worden, er hat seinen Helm verloren und hat mehrere Schwerthiebe aufs Dach bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Und wir sehen seinen Unterkiefer, da sind ein paar Schrammen drin. Dieses hier sieht auch nicht besonders gut aus, hat man sogar einen Pfeil hier hingemacht, dass man darauf aufmerksam ist. Und hier hat er vielleicht eines aufs Dach gekriegt, das ist nicht so gut, sieht so aus wie eine Schädelfraktur, das wäre aber nicht sofort tödlich. Aber was ganz schlecht sind, sind diese Löcher in der Schädelbasis. Und die könnten natürlich zum Tode führen.
Und dann hat man auch geguckt, sein Becken hat auch eine Läsion. Es heißt in der Geschichte, er hätte seinen Panzeranzug angehabt und dann wäre so eine Wunde unmöglich gewesen. So geht man davon aus, dass man hat den armen Richard aus seinem Panzer ihm abgenommen und dann noch ein paar Mal reingestochen. Und so ist er dann letztendlich gelandet in diesem Parkplatz in Lefda. Rüstung. Gut. Also die Folgerung hier, diese Kopfverletzungen sind zu vereinbaren mit den Berichten von Augenzeugen bei dieser Schlacht. Also ab und zu kann man Augenzeugen trotzdem glauben. Und diese Hebe waren wohl tödlich. Und so haben wir jetzt, wissen wir Bescheid, ob er wirklich gesagt, mein Königreich für ein Pferd ist dahingestellt, aber ich würde William Shakespeare schon nicht zweifeln wollen. Dann in Lancet ist dieser Fall und ich muss lernen, wie man diese Videos hier spielen kann. Aber es geht um eine 58-jährige Frau, die hat Metastasen von Brustkrebs in weit fortgeschrittenen Stadien. Und der geht ziemlich schlecht. Die hat eine Kunz-positive Anämie, macht Antikörper gegen Erythrozyten und kriegt neurologische Symptomatik. Gut Deutsch, kriegt einen Schlaganfall. Und die wird untersucht und was Sie hier nicht sehen können, ist, es sieht so, als würden Schneeflocken durch ihr Herz rutschen im Echo. Und hier im M-Mode, hier können Sie müssen Sie selber einen Test gucken und dies abspielen. Das ist wirklich interessant. Hier in diesem M-Mode-Echo sieht man diese Schneeflocken hier im Ventrikel. Und das hat dazu geführt, dass man einen Blutabstrich gemacht und die macht diese Geldrollen, Rouleau-Phänomen, nennt man das. Und das ist auf die Antikörperbildung zurückzuführen. Die hat ja eine Coombs-positive Anämie. Ja, darum ging es in diesem Fallbericht. Leider war dies ein tödliches Krankheitsbild, obwohl die Frau sich von diesem Schlaganfall erholt hat. Das ist spontan weggegangen, ist ein paar Wochen später doch an ihrer Krebserkrankung dann verstorben. Also das war's für diese Woche. Das waren die spannenden Sachen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Man hat mich gebeten, ob wir diese Veranstaltung an Dienstag machen könnte, anstatt Mittwoch. Mir ist das im Prinzip egal. Das wäre für manche andere vielleicht einfacher. Sie können mir eine E-Mail schicken, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dann können wir einen Konsens finden. Herzlichen Dank. Meeting. Oh, yeah.